Aktionen des Glaubens. Ich weiß nicht, was ihr heute gemacht habt. Es war ja vieles dabei, vor allen Dingen Schneeschippen. Heute Abend das Denken. Aktionen des Glaubens, das Denken. Ich möchte mit euch anfangen mit diesem römischen Brauch. Wir kennen das nicht mehr, weil uns das abhandengekommen ist, aber damals war es so in Rom. Der siegreiche Feldherr genoss diesen Triumphzug zu seinen Ehren. Da zogen Menschenmassen an ihm vorbei. Seine großen Krieger und dann die Gefangenen und all das, was man erbeutet hatte. In der Luft lag der Jubel der Massen auf dieser Prunkstraße. Ja, sie hatten Großartiges geleistet. Er, der römische Feldherr, hatte Großartiges geleistet. Doch eines war besonders. Hinter ihm stand immer ein Sklave oder ein Priester. Der musste ihm den Lorbeerkranz über den Kopf halten. Und dabei sprach er leise, aber ununterbrochen diese Worte zu diesem Helden. Memento moriendum esse. Das heißt in gut Deutsch, bedenke, dass du sterben musst. Das muss man sich vorstellen. Im Moment des größten Triumphes galt es, sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu sein. Der Sieger sollte der Versuchung widerstehen, sich für Gott gleich zu halten. Denn das schied die Menschen von den Göttern. Sie waren die Sterblichen. Heute machen wir das irgendwie anders. Die Trendsetter vor allen Dingen. Es ist immer interessant, was die Kommentatoren zum Beispiel in der Zeit schreiben. Silke Weber in 2018 hat sie geschrieben über das Memento Mori der Hipster. Nun, wir wissen alle nicht, was ein Hipster ist, aber ein Hype, das ist ein Trend. Also die Hipster, das sind die Trendsetter. Die Autorin berichtet in ihrem Artikel über die Szene in Berlin, die zur Gründung von Gesprächskreisen geführt hat. Das Thema? Der Tod. Während sonst das Sterben verschwiegen und verbannt wird, gibt es dort einen Club für Debatten. Und das beschreibt sie. Interessant, finde ich. Ihre Worte. Den Tod gibt es nur in dem Moment, wo er eintritt. Der postmoderne Mensch hat Angst vor ihm. Und vor allen Dingen hat er Angst davor, das Zepter aus der Hand zu geben. So wie der Hipster mit einem Fingerwisch auf dem Smartphone Termine verschiebt, würde er am liebsten den Zeitpunkt des Todes in die eigene Hand nehmen. Nun gut, wissenschaftlich sprechen wir von der Lehre des Todes und das ist die Thanatologie. Und wenn ihr Zeit habt und nichts zu tun, ihr könntet zur Uni Regensburg fahren. Dort gab es ab Wintersemester 2021 einen neuen Studiengang zum Master von perimortalen Wissenschaften. Memento Mori. Eine Ausbildung für die Begleitung auf der letzten Wegstrecke, sogar wissenschaftlich. Nun, wir als Christen denken nicht nur am Ewigkeitssonntag über das Sterben nach. Weil der Zeitraum ja so besonders kurz ist. Deswegen stellen wir das Kleine im Verhältnis zum Großen dar, die Zeit zur Ewigkeit. Und deswegen spreche ich hier nicht über den Tod, das ist das falsche Thema, sondern über das Denken. Glauben ist Denken, Nachdenken über das, was offensichtlich klar ist. Und diese Gedanken können wir leiten lassen von dem, was wir bisher gehört haben in den Lesungen. Und ich will hier nochmal Psalm 90, Vers 12 zitieren. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, zugegeben, so beten wir eher selten. Deswegen denken als Aktion des Glaubens. Bedenken, dass wir sterben müssen. Dabei wird es nicht so sehr um die Wissensvermittlung, sondern mehr um das Ringen und um Erkenntnis gehen.
Wir gehen es als ein Gebet an. Herr, lehre uns. Oder wie ihr in der Hoffnung für alle lesen könnt, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Der Lehrstoff, über den wir sprechen, ist nicht so überschaubar wie ein Mathebuch und nicht so greifbar wie Holz und Stein. Das Lernen findet ja üblicherweise im Bereich der Erfahrung statt. Da hat man was in der Hand, da kann man was probieren, da kann man zusehen und ein Ergebnis gar feiern. Lehren und Lernen wird oft mit einer Note abgeschlossen und dann war man gut oder eben nicht. Wir beten, Gott, lehre uns. Ein Gebet über das Denken des Christen. Er möchte Entdeckungen durch Gottes Güte machen. Der lebendige Gott möge sich doch auch mit mir beschäftigen. Er möchte doch zu mir reden und mir das so erklären, dass ich klug werde. Nicht, weil ich nun alle Fragen beantworten kann, sondern weil ich eben das auch bedacht habe. Und damit sind wir dort. Denken führt zur Gewissheit. Wir besinnen uns. Ein Hinweis dazu. Der Unterricht gestaltet sich in der Regel schwierig, wenn Zuhörer zu viel wissen. Dann hören sie nicht richtig zu und entdecken nichts Neues. Bibellesen geht auch nicht anders. Ich habe den Verdacht, dass Fromme ihre Bibel nicht mehr richtig lesen, weil sie schon zu viel wissen. Sie haben die Brille der Erfahrung, so viele Texte schon durchdacht, gehört und verstanden, wie man so sagt, sie schauen nicht mehr richtig hin. Deswegen, Herr, lehre mich. Ein Gebet des Zuhörers. Gott soll durch seinen Geist Entdeckungen beflügeln, Verständnis wecken und die Sicht auf Welt und Zeit korrigieren. Weisheit ist also das Ergebnis von Zuhören und Nachdenken, nicht unbedingt alles verstehen. Deswegen sagt der Lateiner Memento Mori, nachdenken, bedenken, abwägen. Vielleicht wisst ihr das noch. Früher hatte man dazu ein Stundenglas. Erstmals war man so im 14. Jahrhundert in der Lage, die verrinnende Zeit anzusehen. Interessant ist übrigens der Einsatz in den Kirchen an der Kanzel, damit Pfarrer und Gemeinde die Predigtlänge abschätzen können. Es soll auch vorgekommen sein, dass der Pfarrer das Stundenglas drehte und dann nochmal eine Runde predigte. Nun ja, ein Stundenglas, um die ablaufende Zeit einzuschätzen. Und so gab es viele Sinnbilder dafür. Mancher Gelehrte, so sieht man das auf den Gemälden, hatte auf seinem Schreibtisch einen Totenschädel oder verwelkte Blumen oder eine abgebrannte Kerze. Alles das Sinnbilder, damit uns vor Augen geführt wird, wie kurz das Leben ist. Und das war es ja auch. Im Mittelalter starben mindestens 40% der Kinder vor dem Erreichen der Pubertät. Und noch um 1900 wurden Männer im Durchschnitt knapp 41 Jahre alt und die Frauen 43. Heute ist der Schnitt ein bisschen höher, so bei 80 vielleicht. Vielleicht haben diesen Satz nun auch schon gehört oder selbst gesagt, du lernst nicht für die Lehrer, sondern für das Leben. Das Lernen hat seinen Sinn in der Bewältigung der Zukunft, sagt man. Das Nachdenken ist ein Vorausdenken, ein Bedenken. Denken als Aktion des Glaubens, wir lernen etwas über die Ewigkeit. Hier ein Auszug aus dem Lernstoff. Erstens, vergeblich. Wir haben im Psalm 90 schon gehört und gelesen, dass das mit den 70 und 80 Jahren, in einer Zeit, als Menschen bei weitem nicht so alt wurden. Ein langes Leben, so viel Glanz. Wir kennen das vom Mond, der selbst nicht leuchten kann. Er strahlt auf im Licht, der Sonne scheint heilig eben, überschaubar kurz das Ganze. Dabei ist jeder Tag nicht unwichtig. Wenn wir den Schneeräumen im Frühjahr die Pflanzen setzen und den Garten im Herbst, Winter fertig machen, dann sind das alles keine überflüssigen Aktionen, aber nicht beständig.
So wie ein gutes Essen ein Genuss ist und ein schöner Urlaub eine Freude sein kann wie ein Konzert, so sicher ist, alles ist schnell vorbei. Im Buch der Prediger lesen wir davon, dass alles eitel ist. Menschen mühen sich ab und haben nichts davon. Scheinbares Tun und Treiben und viel Lärm um nichts. Selbst die Menschen sind schnell vergessen. Dieser Lehrstoff dient nun nicht der Depression und Trübsinnigkeit, sondern wir schauen darauf und sollen klug werden. Das Kleine im Verhältnis zum Großen, das Meine im Verhältnis zu allem. Ich sehe die Dinge anders, wenn sie immer noch nicht so wichtig sind. Es geht also um dieses Verhältnis, um die Erkenntnis, welchen Stellenwert es hat. Das Große wird dann wichtiger als das Kleine, das Unvergängliche, bedeutender als das Vorübereilende. Klug ist, so können wir übersetzen, wer die Verhältnisse recht versteht. Gott lehrt uns eine Perspektive und dazu gehört zuerst das Vergängliche. Der Unterricht Gottes ist überraschend und das ist das Zweite. Die Frage nach dem Zeitpunkt. Hier lesen wir von plötzlich. Der Psalmbeter erklärt im Psalm 90, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Und wenn wir den Psalm überfliegen, lesen wir etliche Bilder, die dort im Unterricht benutzt werden. Wie ein Fluss, träge fließt er dahin, um sich dann tosend über eine Kante in die Tiefe zu stürzen. Oder wie eine Blume, morgens in voller Blüte entfaltet, abends jedoch schon verwelkt. Oder wie der Schlaf, eben noch still und friedlich genossen und dann im Moment aus diesem gerissen. Ja, geben wir es zu, Überraschungen sind schwer zu verkraften. Wir wollen gerne planvoll an eine Sache angehen. Das erscheint uns hilfreich. Ein Jahresplan für die nächsten Jahre, das gibt uns Sicherheit. Wir wollen wissen, wann der Schnee kommt, damit wir uns vorbereiten können. Nichts schlimmer, als morgens aufwachen mit einem halben Meter Schnee vor der Tür und nichts gewusst zu haben. Gott lehrt Überraschung. Er unterrichtet und wir denken und bedenken, das nennen wir Glauben. Heute schon in Betracht ziehen, dass Folgerichtigkeit nicht unbedingt lebensbestimmend sein wird. Es stimmt eben nicht. Es wird nicht besser, größer, schöner. Der Friede ist nicht für immer verheißen und das momentane Glück ist kein Menschenrecht. Lehre uns bedenken, ein Ruf zur Ehrlichkeit. Was sind schon menschliche Pläne? Das hat im Kommunismus nicht funktioniert und auch in der Demokratie bewegen wir uns auf dünnem Eis. Ja, vielleicht sind Pläne hilfreich, sicher sind sie nicht. Einen Plan für eine Katastrophe, das ist eine gute Sache. Und doch üben wir uns darin, mit Überraschungen zu leben und regieren wir den Entwicklungen nicht nur hinterher. Wie sagt man heute, wir steuern auf Sicht. Ist das eine Ausrede? Oder hat Gott uns gelehrt zu bedenken? Gott lehrt Perspektive, er lehrt überraschende Vergänglichkeit, aber er lehrt nicht den Tod. Der ist bei ihm keine Lehrstunde wert, sondern das ist ja nur ein Übergang, ein Moment. Das dritte Thema ist viel größer. Und das ist das Wort ewig. Hier ist unser begrenztes Sichtfeld das ganz Große. Das, die abgelaufene Zeit ist das eine gegenüber dem unüberschaubaren Lebensumfeld. Wir denken an das bisschen menschliche Erfahrung von hier bis dort. Wir beschäftigen uns mit dem Leben, vermehrt auch mit dem Tod in Wissenschaft und Cafés, wie ich schon sagte. Vielleicht haben wir gesicherte Erkenntnis.
Vielleicht haben wir durch die Forschung manches herausbekommen. Manchmal können wir Wirkungen auslösen durch Medikamente zum Beispiel oder weil wir etwas zuverlässig tun. Vieles funktioniert. Aber nach dem Tod fehlt uns jeder Einblick. Auch nicht von nah und am Rande. Da kann man über Gefühle und Träume sprechen, da lesen wir das, was Menschen denken, die der Sache nahe war. Aber wir wissen es nicht, was das ist, diese Ewigkeit. Die einen lösen das Dilemma und verneinen es strikt und sagen, nach dem Tod gibt es nichts. Deswegen beschäftigen sie sich mit Bestattungskultur, mit Angehörigen, Nachsorge und Erinnerungsangeboten, aber grundsätzlich kommt für sie nach dem Tode nichts. Für sie ist das Leben bestimmend. Das gestalten sie, als wenn morgen sonst nichts wäre. Aber genau darüber haben wir ja keine wissenschaftliche Erkenntnis. Es ist nicht todsicher, wie wir sagen. Was wäre, wenn wir falsch liegen? Man könnte von den 50% Wahrscheinlichkeit ausgeben und zumindest mal über beides nachdenken. Wer an die Ewigkeit glaubt, und es gibt sie nicht, der kann nicht enttäuscht sein. Wer aber nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt und es dann erlebt, der wird wirklich eine Überraschung erleben. Und deswegen entscheidet es sich genau hier, an dieser Verantwortung. Je mehr Menschen nur sich selbst verantwortlich sind, umso weniger werden sie an ein Leben nach dem Tod glauben. Je mehr das Leben im Hier und Jetzt gelebt wird, umso sicherer wird Ewigkeit undenkbar sein. Je klarer sich jemand in den Mittelpunkt stellt, umso sicherer wird da kein Platz sein für etwas Größeres. Das ist der springende Punkt. Glaube und Denken fängt eben bei der Betrachtung des Lebens an. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Allein dadurch sprechen wir ein Gebet zu dem Langzeitstrategen, dem Herrn aller Herren, Gott. Er zeichnet sich durch das Wort ewig aus, ohne Anfang, ohne Ende. Dieser Gott will lehren und dabei bleibt er sicher nicht in einer unelementaren Grundsätzlichkeit über menschliches Leben hängen. Er unterrichtet Ewigkeit. Soweit ich sehen kann, kann man das an keiner Uni studieren. Und doch beginnt Weisheit genau da, im Unterricht Gottes. Vergeblichkeit ist das offensichtliche Element, es liegt auf der Hand. Überraschung, das ist das bestimmende Element, die Variable, das Unbekannte, aber doch Prägende, das Große, weil es bestimmt und weil es mächtig in unser Leben trägt. Und über allem und in allem die Ewigkeit, das tragende Element. Der Rahmen oder der Halt, die Gewissheit für uns kurzatmige Menschen. Mit diesen paar Lebensjahren, das ist die Weisheit, von der der Psalm spricht. Der Beter sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist das Ziel des Denkens, Klugheit. Sehen wir uns das praktisch an, diesen Unterricht Gottes. Er weist uns den Weg und wir denken darüber nach. Mein Leben vergeht so schnell, wie eine Blume verblüht. Es ist gefährdet durch das plötzliche Aufkommen einer Krankheit. Aber da ist Ewigkeit. Diese andere Dimension, dieser Ort Gottes, das Ziel des Lebens aller Menschen, das Vaterhaus, der Himmel, wie man ihn auch beschreiben kann, das, was ich nicht kenne, aber sehnlich erwarte. Was tut der Kluge? Nun, er nimmt den Jesusweg. Er lässt sich darauf ein und er hofft auf diese Zusage. Er will es haben. Er will dabei sein. Er wechselt aus dem Sprint der paar Jahre in den Marathon zur Ewigkeit. Das Denken des Glaubens ist keine Zuschauerbank, sondern die Arena. Hier bist du zum Laufen eingeladen und nicht zum Rumsitzen auf den Bänken. Du darfst und sollst dabei sein. Du sollst es erleben und du wirst es erreichen. Beim Denken kommt also Lebensbewältigung raus. Die Möglichkeit, heute Ewigkeit in deinem Leben zu erleben. Ewigkeit feiern in Corona-Zeiten,
und im Schneechaos. Wir sehen weiter und glauben gesichert, weil Gott uns lehrt. Ich liebe dieses Lied von Manfred Siebald, der gedichtet hat: Leben wir denn wirklich hier nur für ein paar Jahre? Sind graue Haare alles, was bleibt? Oder kann man ahnen und wenn möglich sogar planen, was man nach dem Tode treibt? Das Leben ist kurz, sagt man, und will es genießen, denn bald schon kommt der Tod und dann ist alles vorbei. Doch ob das wirklich stimmt, das hat noch keiner bewiesen. Da fragt man sich, wie es nun wirklich sei. Die Antwort kann nur geben, wer den Tod selbst erlitten und ihn auch selbst besiegt hat und dann auferstand. Man sagt nur, Jesus Christus habe diesen Weg beschritten und seine Antwort kommt aus erster Hand. Lernen heißt also, den Tod als Übergang zu verstehen. Nach dem Tod die Auferstehung, nach dem Vergänglichen das Ewige. Und deswegen diese besondere Zuversicht. Deswegen Memento Mori, bedenke deine Vergänglichkeit. Oder sagen wir es anders, Carpe Diem, benutze die Gegenwart. Denn das ist Weisheit Gottes. Und wenn du das mal gelernt hast, dann ist das für alle Ewigkeit wesentlich und bestimmt. Bei Martin Luther habe ich folgenden Spruch gelesen. Er sagte: Wir sind nicht darum getauft und Christen geworden und hören auch nicht darum das Evangelium, dass wir den stinkenden Bauch füllen und hier in dieser argen Welt ewig bleiben sollen, sondern dass wir in ein anderes Leben und Wesen kommen sollen. Jenes zukünftige Leben aber sollen wir stets ins Auge fassen, fest und gewiss darauf hoffen, als das Leben, das ewig bleibt und in das wir gehören. Amen. Amen. Ich bete für uns. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns in alle Wahrheit führt. Wir danken dir, dass du uns lehren willst. Heute ging es um unser Denken, Herr, und du weißt, wie stark es beschäftigt ist mit all den Herausforderungen dieser Tage. Wir werden beansprucht von so vielen Neuigkeiten und dem, was wir alles wissen sollten. Danke, dass du uns lehren willst. Danke für deine Worte heute Abend. Danke, Herr, dass du die Ewigkeit für uns bereithältst, dass wir zu dir uns unterwegs sein dürfen. Darüber freuen wir uns. Und so bitten wir dich, Herr, führe und leite uns, jeden Einzelnen. Geh mit uns und schenke doch, dass dieser Weg uns fröhlich und gewiss macht. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, dass du in unser Leben hineintrittst. Wir wollen uns darüber freuen, auch in dieser Woche. Amen.